Essen. Das war weg. Alter! Schon den letzten hier holen. So, aber da auf das offene Feld kann ich nicht. Weil das alles... Teilweise sind die Missionen ja echt sowas von scheiße schwer. Diesmal nur zwei oder was? Aber irgendwo noch einer, der schießt, weil wenn ich jetzt hier lang gehe, gar nicht. Umso besser. Okay. Versuch mal was. Nee. Also direkt, wenn ich das da überquere, gehen die Minen los. Alles klar. Ich habe eine Idee. Mal gucken, ob ich diese Idee jetzt umsetzen kann.
Ist ja schön und gut, dass er schon anfängt rumzuballern, wenn ich noch gar nicht da bin. Alter! Drecksack! Okay, jetzt meine Idee. Noch irgendeiner ohne Fahrschein? Moment, sieh ich. Als ob die irgendwie automatisch schießen. Na, da schießt wieder einer, da schießt wieder einer. Kommt her! Genau das war nämlich die Idee, die ich meinte. Du Drecksack, schleiß dich an! Dazu. Ups. So, und die dritte ist dahin. Die dritte, die vierte. Juhu! Sehr nett. Mission erfolgreich! Erreichte Einsatzziel 1! Abgefeuerte Schüsse 564 getroffen, 217 Genauigkeit 38,5, bevorzugte Waffe Bar, Treffer 97, erledigte Pfeile 73. Gut, wir machen weiter. Freut mich, dass Sie noch leben, Lieutenant. Die Landung an Omaha Beach war schwieriger als erwartet, vor allem in den Sektoren Doc Green und Charlie. Wir haben dort viele gute Männer verloren.
Wenn unsere Operation in der Normandie gelingen soll, müssen wir herausfinden, was die Deutschen vorhaben. Wir wissen von Mitgliedern der französischen Widerstandsbewegung, dass die Deutschen Truppen aus der Gegend um Calais nach Süden verlegen. Derzeit sammeln sich zwei starke Verbände bei Saint-Lô. Wir vermuten, dass sie von dort eine Gegenoffensive organisieren. Finden Sie die Kommandozentrale und suchen Sie nach Akten, die uns Aufschluss über die Pläne der Deutschen geben. Vor Ort wird sie eine der besten Agentinnen der Résistance unterstützen. Eine junge Frau namens Manon Baptiste. Ach, noch etwas, Lieutenant. Ich habe hier einen Bericht unseres Geheimdienstes. Anscheinend haben die Deutschen einen neuen Panzer entwickelt. Er soll größer sein als alle Panzer, die wir kennen. Vermutlich nennen sie ihn deshalb Königstiger. Wir gehen davon aus, dass die Deutschen einige Königstiger zur Kommandozentrale verlegt haben. Finden Sie die Stärken und vor allem die Schwächen dieser Ungeheuer aus Stahl heraus. Viel Glück, Lieutenant. Ich weiß, dass Sie der richtige Mann für diese Mission sind. Königstiger. Was steht da? Minen. Na, Prost, Mahlzeit. Bei Company Furious 1 waren die schon. Schon wieder fast, wenn... Ich kann ihn nicht so nachladen, auch nicht schlecht. Oh, wo geht's lang? Da nicht. So ein Überlebender. Dort sind wir sicher. Na dann, lass uns losgehen. Achtung! Achtung? Aufpassen! Okay, hier in dem Haus ist nichts. Ich bin nicht alleine. Was? Oh, ey, was ist denn das für eine Memme? So, bevor wir losgehen. Kollege, ja? Oh, da waren wir Gesundheit. Wenn du eine Granate anfliegen siehst, alias Kartoffelstampfer, dann geh in Deckung und bleib nicht einfach da wie angewurzelt stehen, du Vollpfosten.
Tag. Jetzt da. Nee. Ich bin lieber alleine, als dass ich jemand im Schlepptau habe. Toll, jetzt sind wir ja einmal im Kreis gelaufen. Was soll das denn? Das war... Na, Prost Mahlzeit. Was hat uns das jetzt gebracht? Shit, keine Muni mehr. Ja, da ist nix. Nee, kann man nicht, schade. Er lädt nur nach, wenn die Munition komplett verbraucht ist. Auch nicht schlecht. Dann gehen wir jetzt halt da lang. Schade, dass man die Waffen von denen nicht aufsammeln kann. Achtung! Das war taktisch. Baller hier meine ganze Munition. Aufpassen, da drüben. Ah, cool. Hab wieder Muni. War das? Was war das denn? Alles muss man hier alleine machen. Ja.